Das ist die Masterfrage. Das ist, wenn man die Frage schon beantworten könnte, dann hätten wir vielleicht auch schon das Problem des Terrorismus, vielleicht auch schon das Problem der Gewalt generell gelöst. Ein Mensch, der überhaupt keine Angst hat vor was auch immer, warum sollte der eigentlich Gewalt anwenden? In Bezug jetzt auf den Terrorismus, auf den ganz aktuellen Zustand, gibt es natürlich eine Reihe von ganz konkreten Maßnahmen, die vielleicht helfen könnten, zunächst mal akut die Angst zu lindern. Man könnte zum Beispiel einen verantwortungsvollen Journalismus fordern, der erst dann weitere Informationen preisgibt nach einem Anschlag, wenn die gesichert sind. Weil diese ganzen Spekulationen und so weiter, die führen tatsächlich ja häufig genug dazu, dass Angst geschürt wird. Bezogen auf den Terrorismus, wenn man Angst hat, erstens ist es vielleicht auch wieder so als erste Hilfemaßnahme ganz gut, sich zu schützen. Das machen wir ja durch Geheimdienste in etwa. Das sollten wir sicherlich auch weiter tun, also die Kooperation der Geheimdienste verbessern, die Techniken verbessern, dass die Bundesländer besser miteinander kooperieren und so. Und um weiter, so wie es ja bisher auch erfolgreich vielfach geschehen ist, Terroranschläge zu verhindern. Nun ist das Problem mit dem aktuellen Terrorismus, dass er darauf reagiert hat. Ein Anschlag, so wie wir ihn jetzt gestern erst in London erlebt haben, mit einem Messer und einem Auto ist schlichtweg nicht zu verhindern. Ja, jeder von uns kann sich ein Auto nehmen, Küchenmesser und dann einen Anschlag begehen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? London macht das eigentlich ganz gut vor. Die Engländer sind ja seit 12 Jahren sozusagen mit dem Terror direkt konfrontiert und haben eine Einstellung entwickelt, dass sie sagen, wir machen sofort mit unserem Leben weiter. Wir lassen uns nicht aus unserem westlichen freiheitlichen Lebensstil abbringen. Das ist sicherlich auch eine gute Maßnahme. Man müsste sich oder könnte sich trotzdem überlegen, ob man nicht die Zivilgesellschaft wehrfähiger macht, indem man sie einfach besser informiert, wie man mit solchen Attacken umgeht, wenn man denn in eine solche Attacke mal gerät oder wenn man in die Nähe einer solchen Attacke gerät. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns nicht wissen, was bedeutet eigentlich eine Messerattacke? Was mache ich? Wie gefährlich ist eigentlich ein Messer? Also im Bereich der Amokforschung, in den Schulen, wird sowas ja mit den Schülerinnen und Schülern durchaus gelehrt, dass man also mit denen hin und wieder mal trainiert, was tue ich eigentlich, wenn ein Amokläufer in die Klasse kommt. Die Erwachsenen hier im Westen, weil wir den Frieden so gewohnt sind, tun meistens nichts. Wir sind erstarrt oder wenn wir Glück haben, sind wir so panisch und rennen weg. Aber man könnte zum Beispiel auch auf die Idee kommen, wenn da einer mit dem Messer durch die Gegend läuft, dass man das, was man in der Hand hat, auf ihn draufschmeißt. Das sind so kleine Sachen, die aus dem Bereich Selbstschutz kommen. Und auch da könnte man versuchen, das sozusagen in den Alltag zu integrieren. Das könnte Angstbewältigung, Gewaltbewältigung könnte Teil schulischer und auch universitärer Curricula sein. Ganz am Ende steht wahrscheinlich das, was verschiedene Religionen anbieten. Also liebevoll mit anderen Menschen umgehen, wie macht man das? Das geht dann damit los, wie kommuniziere ich gewaltfrei, nicht gewaltvoll? Wie möchte ich eigentlich behandelt werden und wie kann ich das zurückgeben, sodass wir, das klingt ein bisschen esoterisch, aber insgesamt eine liebevolle Gesellschaft haben, weil auch das ist, da sind sich alle Religionen einig, dass der wahrhaft liebende Mensch keine Gewalt ausübt. Und der wahrhaft liebende Mensch wahrscheinlich auch keine Angst hat.